Und es blinkt sanft und bedrohlich und ich würde gerne eine Leiter benutzen. So viel beruhigender ist das auch nicht. Ja gut, erstmal herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und ja, wenn die Monde so nah an deinem Planeten sind, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Also, naja. This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Yeah. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Ja, ganz nett, ist mir aber relativ egal. Ich, das ist in 300 Metern Tiefe und da komme ich nicht hin, ne? Also, beziehungsweise ich käme schon hin, aber... Welcome aboard, Captain. Ach, ich habe gar nichts, was dauerhaft Batterie, hier verbraucht, okay. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Moment. Ich habe momentan normale Schwimmflossen. Was wären die nächst besseren? Die Tauchflasche mit... Ach, genau. Kabelsatz brauche ich wieder zwei Dings. Eine Batterie, ein Glas. Die könnte ich eigentlich machen. Die Taschenlampe bietet deutlich mehr Licht als der Seegleiter. Da macht das schon Sinn. Ultra gleitfähige Schwimmen. Ach, dafür brauche ich Lithium. Ja, okay, Lithium kriege ich noch nicht. Ah, da muss ich auch tiefer tauchen können. Ganze Rest hier ist nett. Kann ich aber noch nicht machen. Modifizierungsstation wäre ein Träumchen. Aber da brauche ich Diamanten. Okay. Kupferdrahtkabelsatz ist... Ich würde sagen, holen wir uns ein Silbererz. Moment, nee. Hä? Moment. Also, ein Glas. Ja, dann habe ich die Taschenlampe. Laserschneider brauche ich Diamant für. Brauche ich Magnetit. Ja, okay. Sitzen zwei Schlingpflanzen oben. Okay. Fangen wir erstmal klein an. Hätte ich eigentlich auch offline machen können, ne? Mir da aussuchen, was ich jetzt mache. Egal. Ah, nochmal Glas brauche ich aber eigentlich nicht.
Reparaturwerkzeug. Konstruktionswerkzeug brauche ich gerade wirklich nicht. So. Würde ich sagen, als erstes gehen wir mal Richtung Don. Welcome aboard, Captain. Ups, das war nicht so gut. Aber ja, da zu den Überresten können wir eigentlich mal gehen. Nee. Schlingpflanzenproben hole ich mir. Sollte ich noch welche brauchen nachher? Hat natürlich auch Scheinwerfer. Gut gemeinter Rat. Verzichtet, solange es geht, auf die Scheinwerfer der Seemotte. Yay. Ich könnte den Dings machen. Verzichtet auf die Scheinwerfer der Seemotte. Das verbraucht zu viel Energie. Nee, das ist ein Kalksteinaufschluss. Ach so, nee, das sind nur die Dings. Die Riffrücken. Ach, die habe ich noch gar nicht gescannt, fällt mir ein, oder? Nee. Ich glaube, bald muss ich euch mal erklären, was es mit dem Teil auf sich hat. Dürfte aber noch ein bisschen Zeit haben. Oh. Was bist du? Mobile Fahrzeugstation? Passing 100 meters. Ach ja. Ja, mobile Fahrzeugstation. Okay. Das ist mir jetzt egal. Oh, ich habe schon 85 verbraucht. Aber ich bin beim Pilzwald. So heißt. Also. Wo ist es? Mushroom Forest, Pilzwald, heißt das. Und das ist tatsächlich gut. Oh, Lithium! The biomass in this area is dominated by plant life, picking up faint or terra vehicle signatures. Ich wusste nicht, dass es hier Lithium gibt. Oh, das ist. Und Schieferaufschluss gibt's auch. Oh, das ist richtig schön. Remember that materials you gather are the property of the All Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Ja. Hier ist Kupfererz. Okay, cool. Das hier ist Lithium, oder? Nee, eine Salzablagerung, aber auch gut. Gold. Das, was wir gerade gehört haben, das kriegt man jedes Mal zu hören, dass man 3 Millionen Credits Altera schuldet, wenn man das erste Mal einen Diamanten aufnimmt. 30 Sekunden. Oh. Das ist eine Salzablagerung. Aber okay, ich. So. Mal kurz schauen. Also, das ist der Diamant, das ist Lithium. So.
Die schwache Signatur von Altera-Fahrzeugen, das ist das schönste Fahrzeug, was es in dem Spiel gibt, nämlich der Zyklop. Genau, Schieferaufschlüsse haben Gold, leider, aber vor allem Lithium und Diamant. Und das ist geil. Das sind Kalksteinaufschlüsse, ne? Ja. Komm. Was sind die? Minus 720, minus 100. 720, 352. Das ist eigentlich das Wichtige. Die Tiefe ist egal, außer wenn ich gerade rausgehe. Das ist Blei, oder? Lithium, oh. Richtig nice. Wie viel Diamanten brauche ich nochmal? Das ist Salz. Ich hab's schon mal erwähnt, ne? Ja, die Salzablagerung, diese Erzadern, die ja so aus dem Boden rauskommen, die kann ich nur mit dem Krebs abbauen. Was war das jetzt? Ja, hier ist auf jeden Fall nochmal Lithium. Und nochmal Schiefer. Das war jetzt auch Lithium, ne? Ich meine schon. Gold. Blei. Salz, Salz, Salz. Hier ist auch nochmal. Ja. Ja, okay, der Salzsteinaufschluss, der war jetzt nicht vonnöten, aber Salzstein, Kalkstein. Pilzprobe. Die ist nett. Was habe ich denn jetzt gerade gehimmelt? Was bist du? Ach, du bist nun ein Kreaturenei. Nee. Ihr stellt mir gerade nur mein Inventar voll. Kalkstein. Zyklop-Rumpffragment. Sehr schön. Ja. Der Zyklop ist übrigens so groß. Der hat nicht einfach drei der hat nicht einfach nur drei Rumpffragmente, sondern der hat drei Rumpffragmente, drei Antriebsfragmente und drei, ich glaube, Brückenfragmente hießen sie. Also insgesamt neun Fragmente, die man scannen, finden und scannen muss, um den zu bauen. Nein. Jetzt machen wir uns aber mal. Okay, wir machen uns nicht auf den Weg. Genau, Brückenfragmente. Oh, und das ist auch noch vom. Das dürfte auch. Nee, Brücke. Ich dachte jetzt Rumpf, aber egal. Selbst auf einem einsamen Planeten ist man nicht vor Störungen sicher. Es ist großartig. Ach genau, Baumegel.
schöne einheimische Lebensform, die macht aber nichts. Also zumindest macht sie für uns nichts. Bis auf eine Sache, da komme ich aber nachher zu. So, und ich sollte hier ohne das Kreislauftauchgerät nicht zu weit von der Seemotte weg. Das wird nämlich ganz schnell ganz böse. Und hier ist die 13. Und hier ist ein wirklich großer, riesiger Pilz. Wie ihr sehen könnt. Was hat... Was ist das? Salzablagerung. Jo. Zyklop-Brückenfragment. Oh, damit haben wir alle drei. Sehr schön. Komm, Spatenfisch, lass dich jetzt scannen. Ich gebe dir mal die Aufmerksamkeit. Kupfererz noch mehr. Auch sehr schön. Ah, es wird dunkel. Nee, Kreaturenei. Ja, okay. Gehen wir. Ja, obwohl, da dürfte ich noch. Ah! Nix kriegt man hier geschafft. Tauchdock-Fragment. Oh ja, endlich. Oh, davon brauche ich noch mindestens das nächste, bevor ich nach Hause kann. Welcome aboard, Captain. Beim Tauchdock-Fragment, da kann ich zum Beispiel die Seemotte andocken. Und ja. Ist hier wirklich nichts aus PDA? Integrating new PDA data. Oh Mann. So. Die Taschenlampe. Der Seegleiter. Also, ihr seht schon den Unterschied, oder? Okay, die Seemotte. Aber die Seemotte braucht dafür auch deutlich mehr Energie. Die würde ich jetzt aber gern opfern. Also diese mehr Energie. Wenn ich dafür das zweite Tauchdock-Modul relativ schnell finde. Ah. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Da muss ich. Oh. Ach so, ich schau grad. Die 50 ist nicht die Energie, das ist die Dings. Die Hülle. Ja, okay. Dann machen wir. Ach, da. Yay! Wir schulden Altera 6 Millionen. Wo? Reparatur. De. 5.
So. Au, ey. Ach. Sieh mal einer an. Ups. Riffrücken. Scan, scan, scan. Ja, die Teile brauchen lang, bis sie gescannt sind. So. Nee. Ah, da ist die Seemotte. Ja, ja. Wie gesagt, das ist mir... Hier. Okay. Oh, okay. Erstmal Lithium nicht ganz das, was ich wollte. 1, 2, das sollte reichen. Ne? Baumleisch. Kann ich nicht scannen, kann ich gar nichts mitmachen. Tischkoralle. Ach, die habe ich noch gar nicht gescannt, die Gelsäcke. Ups. Gelsäcke kann ich nämlich... Wie viel? Kann ich nämlich für verschiedene Sachen nutzen. Autsch. Autsch. Ach, Knochenhai. Hallo. Ah, okay, das war ein Knochenhai, der hier gegen gerammt ist. Da machen die Viecher mal schon mal. Was sie leider nicht so gern machen, ist einem zu sagen... Wo das... Ups. Wo das nächste Teil vom Zyklop ist. Oder noch besser... Die Andockbucht. Und ja, das hier ist ein ordentlich riesen Teil. So...
Na komm. Noch einmal schnell raus und das hier geholt. Yay! Diamant. Drei Diamanten. Ui. Ja, Diamanten zu bekommen dauert hier definitiv länger als in Minecraft. Selbst wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich würde hier gerne noch ein bisschen die Gegend erforschen. Ich kann zwar jetzt gerade... Was ist das? Oh, hier ist noch ein Riff. Nein. Ach so, das sind einfach. Okay. Ich sehe hier. Gerade. Keine Überreste. Nee, das ist weder Zyklop noch Dings. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Ich mache das Inventar leer. Und versuche dann hier das Wrack wiederzufinden. Ach, wen haben wir denn da? Da gehe ich jetzt nicht raus. Das sind Tigerpflanzen. Passing 100 meters. Ja. Welcome aboard, Captain. Die schießen mit ihren Stacheln. Autsch. Blöde Mistviecher. Ich weiß, sind Pflanzen, ich nenne sie trotzdem blöde Mistviecher. So. Ja, mal schön durch den. Hier durch. Ach so, das ist einfach nur die... Ach, am Floater. Bam. An den Floater vorbei, okay. Bam, bam, bam. So. Die Seemotte erstmal reparieren ordentlich. Und dann. Welcome aboard, Captain. So, was können wir machen? Elektronik-Kabelsatz. Kabelsatz auf jeden Fall. Na, nur ein. Ne, Moment, wir haben noch einen. Okay. Kreislauftauchgeräten. Kompass, den hätte ich gern eher. Es ist Stasegewehr ist bla. Laserschneider. Den hätte ich auch gerne.
Kreislauftauchgerät. Moment. Moment, Moment. Zyklop-Brückenbauplan. Okay. Tauchdock, da fehlt mir. Ja, wo ist. Ah, Modifizierungsstation. Die hat erstmal Priorität, würde ich sagen. Ja, doch, doch, die hat Priorität. Computership. Kupferdraht, Tischkorallenprobe. Da kann ich hier auf jeden Fall Titan, Blei. Ne, ich glaube, Blei brauche ich auch. Bisschen was. Silbererz, Lithium werde ich eins vielleicht brauchen. Pflanzenmaterialien. So. Ah, hier, Tischkorallen. War nicht auch irgendwas mit Höhlenschwefel? Ach, egal. Oh. Ich habe alles Titan weggetan, ich Depp. So. Du wirst aber übers Konstruktionswerkzeug gebaut, ne? Genau. Modifizierungsstation. Boah, wo stelle ich dich denn hin? So. Schön, dass ich dich nicht übersehen kann. Genau, Thermalklinge, ultra gleitfähige Schwimmflossen, Zyklop-Tiefenmodul Stufe 2. Ich habe momentan nur zwei. Oh, das ist doof. Aber, ich habe auf jeden Fall zwei Silikongummi. Da mache ich erstmal. Das schnellere Schwimmen, das lohnt sich wirklich. So. Dann. Hat sich. Brauche ich das nicht mehr? Ansonsten. Kriege ich den Rest wahrscheinlich auf der Aurora. Ach genau, den Laserschneider, den. Kann ich mir noch ein Kupferdraht? Ach, das Kreislauftauchgerät. Brauche ich noch Fasergewebe für, okay.
Kupferdraht, Kabelsatz und machen wir erstmal den Laserschneider. Dann natürlich. Ach, die Gravitationsfalle. Und dann natürlich der Kompass. Der wird auch direkt ausgerüstet. Ja. Jetzt haben wir oben halt einen Kompass. Und ja, der hilft sehr. So. Ach klar. Hey, Kleinvieh macht auch Mist. So. Jetzt machen wir uns erstmal das Kreislauftauchgerät. Damit werde ich aber immer noch nicht zu Offizier Keen gehen. Oh, zwei neue Nachrichten. Das ist ja gut. Fasergewebe. Fasergewebe. Möchte ich ein paar Feuerlöscher. Das erstmal weg. Approaching the planet now. We have a landing site for you that's... well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Okay. Das ist jetzt schön. Ja, komm. Wisst ihr was? Mit dieser frohen Botschaft werde ich euch jetzt verlassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Gruß, Zynas Fan.